Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Spiel, heute rausgekommen. Eigentlich nichts für mich, ich bin ja, hab ja Katzenallergie, aber dieses Spiel ist rausgekommen. Stray, ihr seht es im Hintergrund, ihr seht auch schon im Vordergrund die Katze da links. Und wir gehen brandneu rein, alles auf volle Pulle, Stray, let's go, oh. Ich bin gespannt. Die Eindrücke der Tester waren sehr, sehr positiv. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, aber sehr, sehr positiv. Spiel kostet aktuell 29,99 bei Steam. Und ich mag was Kreatives. Und man ist einfach eine Katze. Ich bin gespannt. Einfach eine Katze sein. Auch wenn ich... Ich hasse nicht nur Katzen wegen Katzenallergie. Ich hasse wirklich Katzen. Ich hasse diese Tiere. Ich finde die ekelhaft. Ich finde die... Bah. Hinterhältig. Ich mag keine Katzen. Ist einfach so. Habe ich schon als Kind nicht gemacht. Geht schon los? Oh, sie stellt sich auf. Hier doch nicht, hat sich nur gestreckt. Ja, okay. Das sind wir. Ich steuere das hier jetzt schon. Okay, Animation. Schön. Grafik bisher flott. Ja, das ist Stray. Was können wir denn alles? Ich drücke gerade mal alle Knöpfe durch. Hä? Okay. Wir können miauen. Wir können irgendwie so in diese Ego-Perspektive zum Gucken. Wir können dabei nicht laufen. Und ansonsten können wir gerade nur nichts. Okay. Y. Toll. Wir können mit dem Schwanz spielen. Aber ist das jetzt wirklich ein Spiel für Katzenliebhaber? Geht es jetzt hier wirklich nur... Also es um Katzen geht, ist klar. Oh, ich muss mal ein bisschen leiser machen, sonst hört man mich nicht. So, mit jeder Katze mal interagieren. Also die Lichteffekte. Okay, mit der natürlich auch noch. Wahrscheinlich sind wir herumstreuende Katzen. Und... ja, was müssen wir jetzt machen? Ich kann ja nicht mal springen. Hä? Ach, man kann doch schnell laufen. Kommen wir hier raus? Ich stecke jetzt schon fest. Was muss ich denn machen? Muss ich noch mehr mit dir? Ach so. Wir haben uns alle jetzt hier hingelegt. Ah. Und schlafen wir erstmal eine Runde. Okay. Leute, trinkt genug, ne? Es ist so eine Bullnitze. Aber ich habe trotzdem Bock auf das Spiel gehabt, deswegen spiele ich es jetzt erstmal an. Wahrscheinlich nicht lange, weil hier ist irgendwie 50 Grad. Aber ich genieße das Spiel. Ich werde nichts skippen. Ich will wissen, worum es geht. Ich glaube, das Spiel hat eine coole Story. Schauen wir mal. Wir sind wach. Eine Katze hält Ausschau. Los geht's. Innerhalb der Mauer. Wird meine Geduld schon wieder auf die Probe gestellt. Ich hasse es, wenn alles so langsam losgeht, ey. So, jetzt aber. Können wir wieder spielen?
Okay. Sind wir eine junge Katze? Weiß man nicht, ne? Gibt es da irgendwie Merkmale? Ja, wir können miauen und dann... dann gibt es Antworten. Bringt uns jetzt aber auch nicht so viel, oder? Hä? Ach, da lang. Also man kann hier überall so ein bisschen rumjumpen. Super. Hier ist auch irgendwas. Hä? Ach so. Wir müssen an den Baum kratzen, um unsere Krallen abzuwetzen, oder was? Oder um sie zu schärfen? Nee, man macht das, um sie abzuwetzen, oder? Wie lange soll ich das machen? Ach so, kann ich so lange machen, wie ich will, oder was? Okay. Okay. Also wie gesagt, Grafik ist wirklich hübsch, muss man sagen. Trinken geht immer. Yippie! Vögel, irgendwelche Giftfässer. So, weiter. Bum, bum, bum. Tipp. Halte, um Sprünge zu verknüpfen. Ach so, okay. Ja, aber ist das jetzt nur so ein Erkundungsspiel? Wie gesagt, ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie kämpfen muss. Also glaube ich nicht. Aber ist das jetzt wirklich nur so hübsch anzusehen, das Game? Oder... hat das auch noch Tiefgang? Na egal, wir müssen immer spielen. Oh, hier unten ist er reingerutscht. Oha, das sieht schon cool aus. Natürlich diese Slow-Motion-Bewegung. Um etwas anzuschauen. Grafik, wie gesagt, auch echt schön. Guck mal. Ich glaube, das können wirklich Katzen, ne? Also, es sind echt gute Balancierer, Kletterer. Oh, ich weiß jetzt schon, dass es runterfällt bei mir. Naja. Es war so klar. Oh! Och nö! Sogar ich finde das süß. Und tschüss. Ach du Scheiße. Boah. Wo sind wir denn jetzt? Oh, meine Freunde miauen. Oh, guck mal, ich bin verletzt. Oh mein Gott. Och nein. Ach du Scheiße. Oh. Ah, wenn ich stoppe, legt er sich sofort... Oh nein. Hä? Ich konnte nichts machen. Ich dachte erst, weil ich gestoppt habe, legt er sich dann so hin.
sind das so für kleine Viecher? Haben die den Müll durchsucht? Okay, ich habe mich wieder ein bisschen erholt. Oder auch nicht. Er leckt seine Wunde. Ah doch, ein bisschen. War wohl nur eine Prellung. Aber viele Clipping-Fehler, ne? Guck mal, direkt am Anfang. Das darf eigentlich nicht passieren, oder? Also er rennt hier durch die Steine. Oder ist das Sand? Ah, wir können wieder. Ja, uns geht's wieder gut. Und da die Roboter jetzt da reingegangen sind, gehen wir auch schnell da rein. Und ist wieder zu. Oh, sieht echt cool aus. Guck mal hier, wie wir dabei so lang gehen. Das sieht echt cool aus. Das ist echt eine schöne Grafik. Totenstadt, okay. Mich triggert es, dass man nicht springen kann die ganze Zeit, sondern nur an diesen vorgegebenen Punkten. Das finde ich ein bisschen schade. Oh oh. Die Roboter haben mich entdeckt. Ich kann hier hoch. Oh oh. Hallo. Eine Kamera hat mich entdeckt. Springen wir wieder runter. Gehen wir mal weiter. Ja, was soll ich hier noch groß... Oh, was ist das denn? Eine Leiche? Ein Roboter? Okay. Was ist das? Oh, wir können hier überall hoch. Bringt jetzt aber auch nicht weiter. Wir gehen mal weiter. Oh, noch ein Roboter und Giftmüll. Help. Okay, help. Okay. Zack, zack, zack. Follow me. Okay, irgendwer will, gibt uns hier Zeichen. Da rein. Hä? Lul? Gibt es hier so kleine Mini-Rätsel? Was wollen wir denn mit dem Eimer? Warte mal. Irgendwo tropft ja hier Wasser. Da. Fallen lassen. Das bringt uns ja auch nichts, oder? Wir gehen mal hoch. Warum man das jetzt in den Mund nehmen konnte, weiß ich auch nicht. Da sollte ich nicht durch. Ach, brauchen wir dafür diese Körbe? Diese Eimer? Müssen wir die irgendwie da rein? Das gibt auch keinen Sinn, oder? So, wir können hier noch... Nee. Ah, also doch. Kleine Rätsel. Können die Dinger runterwerfen? Genauso wie es eine Katze halt macht. Die werfen mal alle runter. Vielleicht brauchen wir die irgendwann. Schauen wir es darüber? Ja. Da müssen wir hoch. Hier ist noch eine Farbdose. Ah. Müssen wir wieder runter hier? Follow me. Folge mir wieder.
erstmal alles umwerfen. Aua. Au. Ja, hier können wir wieder kratzen. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Also. Boah, Digga, was macht die für einen Buckel, Alter? Das ist alles nur sinnloses Zeug eigentlich, oder nicht? Das Trinken und so. Süß. Also auch die Landschaft ist schön. Ich rede ein bisschen wenig, weil ja im Moment echt nichts passiert. Also, was soll ich jetzt die ganze Zeit dazu sagen? Ihr wisst immer, ich genieße die Spiele. Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten. Doch, eigentlich schon, aber ich spiele einfach mal. Scheiß Roboter, jetzt bleib doch mal. Oh. Er lebt noch. Kann ich dir helfen, Bruder? Lol. Anscheinend nicht. Boah, es ist so warm, ne? So. Aber ich bin doch ehrlich, so ein Spiel werde ich auf meinem Fernseher zocken und dann wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen. Weil ich will das einfach genießen. Das ist ein Spiel zum Genießen. Das ist echt ein Spiel zum Genießen. Ah, vielleicht nehme ich es auch weiter auf. Ohne Kommentar oder so. Mal gucken. Aber da es jetzt echt zu warm ist. Werde ich nach dieser Sequenz einen Cut machen. Sie hat natürlich Angst. Und ein bisschen Inhalt. Oh, oh. Okay, wir müssen jetzt mal rennen. Das spielen wir noch. Ey, verpisst euch. Digga, was wollen die von mir? Oh mein Gott. Geht weg von mir. Digga, die sehen aus wie von Half-Life, die auf den Köpfen landen und dann die Gehirne aussaugen. Geht weg. Boah, Digga. Viecher, ey. Was? Wollen mich irgendwie aussaugen. Boah. Weg hier. Nein. Shit. Boah, die Dinger sind echt ekelhaft. Ich dachte, vielleicht helfen die mir am Ende oder so. Nein. Weg hier, ey. Boah. Ist ja ekelhaft. Er juckt sich erstmal. So, ich würde jetzt aber sagen, hier machen wir den ersten Part Cut. Ich drehe hier nochmal so stylisch die Dings hier. Nein, ich miau jetzt nicht. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Haut rein, das war Stray. Sehr, sehr gutes Spiel, glaube ich.